Moin, Sportsfreunde, euer Gerke am Start, back to the root. Heute gibt es die 10 besten Bauchmuskel-Bodyweight-Übungen. Ihr braucht dafür nur eine Yogamatte oder einen Teppich, also nichts Besonderes. Kann man easy machen, die scheppern ordentlich rein, sind aufgebaut der Schwierigkeit nach. Die ersten sind die einfachsten, die letzten die schwierigsten. Also erstmal langsam rantasten, aber ich glaube, jeder kriegt das mit ein bisschen Übung hin. Wichtig natürlich, Körperfett muss gering sein, damit man die Bauchmuskeln sieht. Das sollte jedem bewusst sein. Und dementsprechend würde ich sagen, wir legen los. Die 10 besten Bodyweight-Übungen für zu Hause. Let's go! Die Sit-Ups sind mega gut für die gerade Bauchmuskulatur. Wir müssen ein bisschen Schwung aus der Hüfte mitnehmen, allerdings für alle Anfänger auf jeden Fall machbar. Ganz wichtig, wir richten uns mit der Kraft aus den Bauchmuskeln natürlich auf. Die Beine sind leicht gebeugt, die Fußflächen können wir so ein bisschen gegeneinander drücken. Und jetzt gucken wir, dass wir die Arme leicht gestreckt haben, zwischen die Beine nach vorne gehen und kurz die Füße berühren. Ein bisschen Schwung aus der Hüfte, wie gesagt, aber ganz wichtig, die Bauchmuskelspannung beibehalten. Und hier machen wir ungefähr 3x 10 bis 12 Wiederholungen, dann haut das gut rein. Weiter machen wir mit der Beinschere. Ja, ganz wichtig, hier Kopf leicht anheben, Schulterblätter auch leicht angehoben. Die Beine sind gestreckt, wir drücken uns mit dem Rücken auf den Boden. Die gerade Bauchmuskulatur arbeitet, ein bisschen die Oberschenkelmuskulatur, wo die Bauchmuskulatur natürlich auch ansetzt. Und wir scheren, ja, wie bei so einer Schere, die Beine gestreckt übereinander, machen das 3x 30 Sekunden in etwa. Weiter geht's mit dem Beinheben. Kopf ist leicht angehoben, Arme sind gestreckt auf dem Boden, Handfläche zeigen auf dem Boden, die Beine sind natürlich gestreckt. Jetzt heben wir die Beine an und gucken, dass wir die Fußflächen ungefähr Richtung Decke bewegen. Ganz wichtig, oben können wir natürlich die Beine leicht gebeugt lassen, damit die Bauchspannung weiterhin drin ist. Hier trainieren wir vor allem auch die gerade Bauchmuskulatur und etwas die Oberschenkelmuskulatur. Eine sehr schöne Bauchmuskelübung. Einfach hier drei Durchgänge machen mit ungefähr 10 bis 15 Wiederholungen. Die nächste Übung ist das Beinranziehen. Wir setzen uns auf den Hintern, gucken, dass wir die Handflächen links und rechts hinter dem Körper quasi abstützen, um halt einfach aufrecht zu bleiben. Die Beine strecken wir jetzt unter Bauchspannung gestreckt nach vorne und die Knie ziehen wir wieder ran Richtung Brust. Hier machen wir 3x 10 bis 12 Wiederholungen wieder. Gerade Bauchmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur spielt mit. Ganz wichtig, die Beine strecken und dass sie dabei nicht den Boden vorne berühren. Drei Durchgänge, 12 bis 15 Wiederholungen. Weiter geht's mit dem Fahrradfahren. Kopf anheben, Schulterblätter leicht anheben, Hände an die Schläfe, diagonal mit dem Ellenbogen zum gegenüberliegenden Knie, Bein dabei ranziehen und das andere natürlich strecken. Unter Bauchspannung, super Übung, vor allem für die seitliche Bauchmuskulatur. Hier auch drei Durchgänge, ungefähr 15 bis 20 Wiederholungen. Die nächste Übung ist das Knie ranziehen oder auf Englisch Knee to Elbow Plank. Das ist eine Art Plank-Position, die wir erstmal einnehmen. Jetzt gucken wir, dass wir das Knie diagonal zu gegenüberliegendem Brust anziehen. Wir bleiben in der Plank-Position, gucken natürlich, dass der Popis unter Spannung ist, der Core-Bereich, also der ganze Oberkörper unter Spannung ist und wir schön aus der Bauchspannung arbeiten, indem wir immer das Knie diagonal zu gegenüberliegendem Brust ziehen. Hier vor allem auch wieder die seitliche Bauchmuskulatur im Fokus, der Hintern, der untere Rücken, also der ganze Core-Bereich und hier auch wieder 3x 10 bis 15 Wiederholungen, dann haut das gut rein. Wir kommen zum Reverse Crunch. Wir legen den kompletten Rücken auf den Boden, der Kopf ist diesmal auch auf dem Boden, die Hände sind neben dem Körper abgelegt, die Handflächen zeigen nach unten. Wir gehen schon in die Bauchspannung, indem wir die Beine ranziehen, leicht gebeugt haben und die Fußflächen zur Decke zeigen. Jetzt heben wir dabei das Becken und stoßen sozusagen unter Spannung der Bauchmuskulatur das Becken nach oben. Hier machen wir dreimal ungefähr 10 bis 12 Wiederholungen, sehr, sehr anstrengend, ganz, ganz wichtig. Ausatmen beim Rausdrücken und mit der Spannung der Bauchmuskulatur arbeiten. Hier trainieren wir vor allem den unteren Bereich der geraden Bauchmuskulatur. Weiter geht's mit dem Bear Walk, dem sogenannten Bärengang. Koordinativ etwas anspruchsvoller. Wir gehen erstmal in die Plank Position, stellen die Füße mit den Zehenspitzen auf. Die Knie hingegen, die schweben aber in der Luft, dass die Beine gebeugt sind. Und jetzt gehen wir diagonal immer mit der Hand und mit dem Bein nach vorne. Wandern 3-4 Schritte nach vorne und gehen wieder zurück. Ganz, ganz wichtig dabei ist, die Bauchmuskulatur immer angespannt. Der untere Rücken und die Oberschenkel sowie die Schultern sind unter Spannung und müssen hier mitarbeiten. Hier machen wir einfach mal so 3-4 Gänge vor und zurück und davor. Spannung und dann haut es gut für die Bauchmuskulatur rein. Die kommende Übung setzt eine sehr große Körperspannung voraus, die sogenannte Wippe. Wir strecken die Arme über Kopf, die Beine sind fast gestreckt, nur leicht gebeugt im Kniegelenk und jetzt gucken wir, dass wir unter voller Körperspannung
nach vorne wippen und zurück. Wichtig ist, dass wir immer nur so weit nach vorne und nach hinten wippen, dass die Beine natürlich nicht den Boden berühren und auch der Kopf nicht den Boden berührt. Dass wir die Spannung mit der Bauchmuskulatur halten, um diese Wippe ja zu bewegen, dass wir quasi in der Körpermitte extrem fest sind. Also der Chorbereich ist angespannt. Ne? Bauchnabel einziehen, Schulterblätter nach hinten, Nacken anspannen, die Gliedmaßen komplett hier ausstrecken, wenn es geht. Und hier haben wir eine super Übung für die gerade Bauchmuskulatur. Der Oberrücken muss ein bisschen mitarbeiten, aber auch die Oberschenkelmuskulatur, weil der ganze Körper unter Spannung ist. Hier dreimal 10 bis 15 Wiederholungen ungefähr, je nachdem wie viel Power ihr habt. Die letzte Übung, der Suitcase Crunch, setzt nicht nur eine sehr hohe Körperspannung voraus, sondern ist auch koordinativ nicht ohne. Das heißt, wir legen uns erstmal auf den Rücken, die Arme strecken wir hinter den Kopf, die Handflächen zeigen zur Decke, die Beine sind gestreckt und schweben schon unter Bauchmuskelspannung in der Ausgangsposition über dem Boden. Hier ziehen wir die Beine mit den Knien zum Körper ran und gehen wie so ein Klappmesser nach vorne und gucken, dass wir nun die Knie mit den Unterschenkeln der Arme umgreifen. Das heißt, ne, wir kommen oben zusammen, halten kurz die Bauchmuskelspannung, gehen wieder in die Ausgangsposition zurück. Das Schwierige daran, dass wenn wir jetzt in die Ausgangsposition zurückgehen, ist, dass die Beine auch hier wieder nicht den Boden berühren dürfen. Das heißt, wir haben dauerhaft eine Spannung drin, was die Übung extrem schwierig macht. Hier auch erstmal gucken, wie viele wir schaffen, aber wenn ihr Profis seid, macht ihr dreimal 12 bis 15 Wiederholungen. Dann habt ihr eine sehr heftige Übung für die gerade Bauchmuskulatur, aber auch die Oberschenkelmuskulatur muss natürlich hier mitarbeiten und ausgleichen. Okay, das war meine Top 10 Bodyweight Bauchmuskelübung. Die könnt ihr perfekt überall machen. Ihr braucht ja nichts dafür. Ihr müsst euch nur ein bisschen ranhalten, um euch zu steigern. Macht erstmal vielleicht die ersten Übungen, ja, von einfach zu schwer. Am Ende wird es auch koordinativ ein bisschen anspruchsvoller. Da muss man einfach öfters üben und das Ganze öfters machen. So, zieht durch, ne? Für Sixpack lohnt es sich zu arbeiten. Ansonsten checkt nochmal meine Fitnessanleitung ab. Da findet ihr alle Basics zum Thema Training und Ernährung. Für mich das geilste Fitnessbuch. Da habt ihr übrigens auch noch viel mehr Übungen für den ganzen Körper drin. Dementsprechend abonnieren, kommentieren, welche eure Lieblingsübung hiervon war. Ich bin raus, euer Görgi. Ciao.